Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, Freunde, und schon wieder ist es 1 Uhr nachts und wir sind hier. Ihr seid auch da, das freut mich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht ist wie immer eine ganz freie Themennacht. Und das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich ganz einfach an, hier in Köln im Studio, unter 0800 220 50 50. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder faxt unter 0800 220 50 51. Oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Nadine. Und die Nadine ist wie alt? 20 Jahre alt. Hallo, guten Morgen, Nadine. Ja, Nadine, um was geht's? Deswegen hast du angerufen. Mein Problem... Ja, ich bin 20 Jahre alt und ich glaube, ich bin das einzigste Mädchen, das nie mit einem Junge geschlafen hat in meinem Alter. Ach nee, nee. Wenn du jetzt 40 wärst, dann würde ich sagen, bedenklich. Aber mit 20 noch keinen Sex gehabt, ist vielleicht eher ein bisschen ungewöhnlich in der heutigen Zeit, aber keinesfalls dramatisch und keinesfalls schlimm. Ja. Empfindest du das als schlimm? Also ich... Kriegst du langsam Angst, sag ich mal so. Ich glaube, man wird ja auch nur zugeballert, ne, mit Sexgeschichten. Genau. Und ich habe vor kurzem noch eine Studie gelesen, dass alle Mädchen mit 19 Jahren mindestens schon mit einem Mann geschlafen haben. Und ich war in dieser Studie schon gar nicht mehr aufgeführt. Und ja, ja. Ich habe das auch gelesen, dass es auch immer früher losgeht, ne, bei den Ganz Jugendlichen. Genau. Da fragt man sich, wie weit unten kann das noch gehen mit dem Sex? Genau. Irgendwann schon 10-Jährige? In Talkshows, also ich komme mir teilweise vor, dass 13-, 14-Jährige erfahrener sind als ich. Ja. Die haben schon, keine Ahnung, Kinderabtreibungen, ja. Erfahrungen bis zum geht nicht mehr, ja. So, du bist zarte 20 Jahre alt. Genau. Gab es denn schon mal einen Freund? Also, es gab eine Beziehung, aber... Also wirklich nicht. Es waren 4 Wochen, ja. Aber es war eigentlich nicht halbes, nicht ganzes. Wie weit kam es denn da schon zu erotischer Annäherung? Also bei diesem Freund war mehr als Küssen eigentlich nicht drin. Ja. Ich hatte vor 5 Jahren, da war ich im Urlaub, da war ich 15, also sehr früh, da hatte ich meine ersten sexuellen Erfahrungen, da wurde gefummelt und da dachte ich, jetzt geht's richtig los. Ich habe nicht mit den Jungen geschlafen, weil ich wieder noch, da fühlte ich mich noch zu jung. Ich dachte jetzt, mit 15, wenn ich schon im Urlaub die ersten Erfahrungen gesammelt hat, jetzt geht's auch zu Hause richtig los. Ja, war da nichts. Was mich wundert, ist, dass du dich nicht mal doch sehr groß verknallt hast in jemanden. Oder war es auch so? Und es hat nur nicht geklappt. Also die letzte Beziehung, mit der ich zusammen war, da dachte ich schon, könnte sein, das ist es. Aber war ein Fehler. Da war ich wohl sehr blind. War ein Fehler. Mhm. Bist du denn jemand, der oder die... eher so zu Hause sitzt oder gehst du auch viel auf die Rolle? Nein, gehst oft raus? Ich gehe raus, ich feiere, ich habe auch Spaß draußen. Also auch wenn ich mal mit anderen Leuten im Gespräch komme und ich gefragt werde, und hast du einen Freund? Und ich sage dann nein, also die meisten können es nicht glauben. Und also ich meistens nur Kopfschütteln, wie bist du nicht in festen Händen, wie kommt das denn? Und also ich höre eigentlich auch nur positive Resonanz. Ich kann mich auch sehen lassen, will ich mal sagen. Ja, das glaube ich auch. Das musst du jetzt gar nicht so besonders unterstreichen. Also das klingt schon fast so rechtfertigend. Aber nein. Wie ist es denn so mit den sexuellen Sehnsüchten und Bedürfnissen? Sind die da? Ja, schon. Vor allem, wenn ich dann von anderen Leuten oder Freunden höre, gemütlich am Weihnachtsmarkt spaziert oder abends einen Film zusammen gucken, ja. Was ist denn so im Punkto, wenn ich jetzt dich auch so direkt und auch so indiskret fragen darf, überhaupt Sexualität, findet die zumindest mit dir selbst statt? Ja, ich meine, weil ich noch nicht hatte, kann ich schlecht vermissen, sag ich mal so. Aber ich sehe mich einfach so überhaupt mit jemandem, natürlich auch irgendwann mal Sex zu haben. Ja, jetzt habe ich den Anfang deiner Antwort nicht akustisch nicht verstanden. Also Sexualität mit dir selbst gibt's schon. Ja, es hält sich in Grenzen. Aber kleiner Tipp am Rande, solltest du auch schon mal ein bisschen machen. Ist nicht schlecht. Wirklich, so für die eigene Erfahrung und für die eigene Persönlichkeit, für das eigene Persönlichkeitsgefühl ist das, glaube ich, auch gut. So,
Nichtsdestotrotz sage ich nochmal, das ist alles noch im völlig normalen Bereich für mich. Oh, ich glaube, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, falls ich mal irgendwann einen kennenlernen werden sollte. Ich traue mich ja schon gar nicht zu sagen, ja, ich habe noch nie mit einem Jungen geschlafen. Doch, Nadine. Ja, natürlich. Jetzt kommt die typische Antwort. Da ist ein Vertrauen, man sagt es ihm. Aber ich denke genau, mir, das ist die typische richtige Antwort. Ja, so mit 17, 18, vielleicht mit 19 hätte ich auch noch gesagt. Nadine, wenn du es nicht sagst, ne? Und den großen Reißer da spielen willst, den heißen Feger, der schon wer weiß wie viel Erfahrung hat, dann bist du völlig verkrampft und das durchblickt der Mann oder der Junge sofort und dir macht es überhaupt keinen Spaß. Also ich würde da völlig locker bleiben und wenn es noch ein Jahr dauert oder noch ein bisschen länger, ist auch egal. Es wird schon passieren, du bist eine sympathische Person, du siehst gut aus, sagst du, da wird es schon kommen. Oder man kann ja auch mal noch eine andere Ebene befragen. Sind es denn Männer, die dich interessieren, wirklich? Ja, definitiv. Ja. Gut. Also ich würde da jetzt für dich ganz, ganz entspannt rangehen. Und wenn es dann soweit ist, Karten auf den Tisch, kein großes Theater und dann, was meinst du, wie interessant das doch der ein oder andere Mann findet, wenn du mit noch keinem geschlafen hast? Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt 17 wäre oder auch, 18. Aber. Auch mit 20. Also völlig cool und locker bleiben. Und lass dich nicht wegmachen von den ganzen Fernsehsendungen, Serien und Talkshows und so. Das ist alles Unsinn. Die Sexualität kommt schon dann, wenn sie für dich kommen muss. Und dann ist es auch der richtige Zeitpunkt. Ja, ich hoffe, ich lerne auch mal jemanden kennen. Ja, du lernst jemanden kennen. Ich drücke dir die Daumen dafür. Alles klar, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Bis dann, ciao. Ist doch noch kein alter Mensch. Simone, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hi. Hallo. Hallo, Simone. Na, weswegen hast du angerufen? Wegen Bulimie. Oh, das ist weniger lustig, ne? Ja. Und das ist sehr ernst. Bulimie. Das ist Brech- und Magersucht. An der du dann vermutlich leidest, wenn du deshalb anrufst. Ja, genau. Wie lange schon? Jetzt 2,5 Jahre. Mhm. Wie heftig hat sich denn die Krankheit schon entwickelt bei dir? Anders gefragt, wie oft hast du so Essfressattacken? Meist täglich und manchmal mehrmals. Mhm. Wie viel vertilgst du dann so? Wie viel schlingst du da in dich rein? Ja, schon viel. Ja, das ist mir klar. Sag mal so eine Menge, damit die Leute, die so nicht sich das vorstellen können, dann eine Ahnung von kriegen. Ich würde so sagen, wie soll ich das erklären? Ja, sag mal, was so bei einem so einer Fressattacke alles so weggeht. Sag mal ein Beispiel. Wie viel Teller, Nudeln und wie viel Tafel Schokolade und so weiter? Ja, ich würde sagen, ich esse 3 große Portionen ungefähr. Mhm. Und dann noch was Süßes drauf oder irgendwas was anderes auch noch? Ja, falls ich Bock habe gerade, ja, kommt, ja, schon. Also, das ist im Klartext eine Menge, die ist irre viel und für einen normalen Menschen und für ein normales Mädel in deinem Alter unvorstellbar, ne, was man da in sich hineinstopft. Ja, schon. Da ist der Bauch richtig dick, ne, wenn man an sich runterguckt, vermutlich. Ja, genau. Wie schwer und wie groß bist du? Also ich bin 1,64 und wiege 48 Kilo. 48 Kilo. Wie empfindest du diese 48 Kilo? Als zu viel. Als zu viel. Also ich würde gern abnehmen. Mhm. Aber es ist halt schwer. Also am Anfang habe ich damit noch abgenommen. Mhm. Aber jetzt, keine Ahnung, ich bleib stehen auf mein Gewicht. Mhm. Wenn du diese sehr große Menge an Lebensmitteln in dich hineingestopft hast, was passiert dann direkt danach? Dann gehe ich aufs Klo. Und kriegst du das so ganz einfach raus, indem du den Finger in den Hals steckst, oder ist das schwierig für dich? Nee, also mittlerweile ganz leicht. Mhm. Sowas passiert 1 bis 2 Mal am Tag, ne? So hast du es gerade gesagt. Mhm. Isst du denn sonst noch irgendwas? Oder lebst du quasi von den kleinen Resten, die dann noch im Magen bleiben, die man nicht erbrechen kann? Es kommt ganz selten mal vor, dass ich eine Brezel esse, aber esse ich sonst gar nichts. Gar nichts? Kein Obst, kein Joghurt? Nee. Trinkst du? Ja, trinken schon ganz normal. Kalorienarm ist. Bitte?
kalorienarmes hat. Ist mir völlig klar, dass du keine Zucker-Coca-Cola trinkst oder sowas. Nee. Vor seit zweieinhalb Jahren ungefähr, sagst du, hast du das. Weißt du noch, wie das anfing? Fing das so schleichend an? Oder? Nee, das war so, ich wollte abnehmen. Dann habe ich... Kurz eben zwischendurch gefragt, du wolltest abnehmen. Wie schwer warst du denn damals? 68. 68, gut. Also du wolltest abnehmen und dann? Dann habe ich gar nichts mehr gegessen. Dann habe ich 35 Tage nichts gegessen. Und dann war Silvester und habe mich meine Mom gezwungen, ich muss was essen, sonst darf ich abends nicht weg. Und dann habe ich halt essen müssen und dann habe ich voll gezwungen. Ich verstehe. Dann, kam es auf die Idee, auch kann man ja wieder rausmachen, raustun. Ja, genau. Und so hat sich das dann eingeschliffen, ja, das genau. Ganze. Wissen deine Leute um dich herum, Mama, Papa, Freunde, Freundinnen, dass du das machst? Zwei Freundinnen wissen es. Wohnst du zu Hause noch bei deiner Mutter, bei deinen Eltern? Ich wohne unter der Woche woanders. Ja. In einer anderen Stadt, aber am Wochenende komme ich ab und zu meinen Eltern. Ich frage es deshalb, weil wenn man im Elternhaus wohnt, ist das ja noch schwieriger zu vertuschen, ne? Mit dem vielen Essen und dann mit dem Erbrechen. Das kann ja, aber das kriegt man mit der Zeit in Übung, dass die das nicht merken. Aber deine Mutter oder deine Eltern müssen doch misstrauisch werden, wenn du eigentlich so nie etwas isst am Wochenende. Nee, die kriegen das gar nicht mit. Die kriegen es gar nicht mit. 48 Kilo, 1,64 Meter. Da würde man jetzt als normaler Mensch fast schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, mein Gott, du bist ja wirklich eine Bodenstange. Ne? Als normaler Betrachter so. Kennst du wahrscheinlich auch die Reaktion, dass Leute zu dir sagen, Mensch, du bist doch wirklich super dünn. Wenn nicht schon viel zu dünn. Ja, dünn. Aber du empfindest das anders. Ja. Wenn du dich im Spiegel nackt siehst, dann... Wo ist es denn noch zu viel? Was ist denn noch zu dick oder zu massig? Ja, am Bauch, Oberschenkel, am Po. Wobei, ist dir so rational bewusst, dass das natürlich Unsinn ist? Ist dir das rational bewusst? Ja, ich weiß es schon, dass es eigentlich blöd ist, aber... Aber es ist wie ein Zwang, es ist ja auch eine Erkrankung. Und da kann man eben mit Vernunftsgedanken kommt man da gar nicht ran. Ja, ich wollte auch schon oft aufhören. Ich will das halt irgendwie selber schaffen und dann esse ich halt zwei Tage nichts und dann kriegt man irgendwie Hunger. Ich höre jetzt daraus, dass du noch nie bei jemandem warst. Nee. Bin ich jetzt quasi die erste Person, die du so als Fremden ansprichst? Ja. Warum hast du angerufen? Ja, weil irgendwie will ich es doch schaffen. Aber ich weiß nicht, wie. Also ich kann dir sagen, Simone, dass du schon in eine sehr bedenkliche Zone hineingeraten bist mit deinen 48 Kilo. Und dass du, wenn du so weitermachst, ganz, ganz große Gefahr läufst, sehr schwer krank zu werden. So krank vielleicht, dass du gar nicht mehr so eine Normalität irgendwann findest, wie du sie dir wünschst. Und ich glaube, wenn man, das ist ja schon doch eine ganze Weile, 2,5 Jahre, wenn man da so drin hängt und auch immer wieder kämpft, hast du gerade ja gesagt, du kämpfst ja auch, du willst ja irgendwie auch wieder normal werden. Ja. Glaube ich nicht, oder das ist vielleicht nur in ganz großen Ausnahmefällen möglich, glaube ich nicht, dass du das alleine schaffst. Geh zu einem Therapeuten. Geh zu jemandem, Simone, der sich gut mit Essstörungen auskennt und mach mit dem eine Therapie. Mach bei diesem Menschen eine Therapie. Mach es für dich, deine Gesundheit, deine Zukunft. Du wirst schwer krank, wenn du es nicht machst. Und jedes halbe Jahr, dass du länger wartest, wird es alles schwieriger für dich und das Risiko wird immer größer. Ja schon, aber ich denke mir dann, wenn ich das mache und aufhöre, dann ist es eben, ich weiß genau, ich muss das im Kopf hinkriegen, weil wenn ich es mache, dann nehme ich zu, aber ich will nicht zunehmen. Ich will es zwar weghaben, aber ich will nicht zunehmen. Ich weiß, das ist ein Kreislauf. Das ist ein Teufelskreis, in dem du da hängst. Und das war auch gerade meine Rede, dass du da alleine gar nicht durchbrechen kannst. Da musst du mit jemandem zusammensitzen, der sich richtig auskennt.
Ich fasse diesen Anruf bei mir als ersten Hilfeschrei quasi von dir auch auf. Dass du sagst, ich will was verändern in meinem Leben. Mach doch ganz einfach mal den Versuch mit einem Therapeuten. Du hast ja die Freiheit, immer zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin. Kein Mensch zwingt dich. Solltest du aber quasi noch mehr abmagern, dann kann es auch passieren, dass du zwangseingewiesen wirst irgendwo. Oh Gott. Was natürlich auch schlimm ist letztendlich. Viel schöner und richtiger ist ja, wenn du für dich entscheidest, ich versuche es mal. Wie gesagt, du hast ja nichts zu verlieren. Du hast gar nichts zu verlieren. Du kannst immer sagen, nein, das ist nicht mein Ding, ich höre wieder auf. Ja, stimmt. So, und ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen weiterredest, mit Claudia. Mhm. Die kann dir dann auch sagen, wie man das macht und wo du am besten hingehst. Mhm. Okay. Versuch es, Simone. Danke. Von Herzen alles Gute, leg auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 5050, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und hier ist Julia. Julia ist 21 Jahre. Hallo. Hallo, Julia. Hallo. Ja. Ja, Julia, um was geht's? Es geht darum, dass ich ein Verhältnis mit dem Bruder meines Freundes habe. Das klingt nicht sehr gut. Nein. Nee. Es klingt nicht sehr gut. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? 6 Jahre und wir haben auch eine Tochter. Wow, 6 Jahre, mit 15 angefangen. Genau, richtig. Und eine Tochter, wie alt ist die Tochter? Die wird jetzt 2. Und das Verhältnis mit dem Schwager quasi? Läuft wie lange? Das war eine einmalige Geschichte, damals vor 4 Jahren im Urlaub. Und das wurde uns von den Eltern dann halt verboten. Also wir hatten das dann auch öffentlich gemacht. Wie, und von den Eltern wurde das verboten? Und dein Freund, was hat er gesagt? Ja, der war da gar nicht mit glücklich. Überhaupt das, nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass der nicht glücklich war. Ist der nicht explodiert vor Zorn? Doch, unheimlich, doch. Unheimlich, ja. Mhm. Und ich habe mich damals trotzdem wieder entschlossen, zu ihm zurückzugehen. Zu deinem Freund, dem jetzigen Freund, dem Hauptfreund? Genau. Warum, das kann ich dir noch nicht mal sagen. Ich weiß nicht, ob es die Angst vorm Alleinesein war oder einfach aus Gewohnheit, ich weiß es nicht. Ach so, also ich deute es dann schon, dass du damals unzufrieden warst mit deiner Beziehung und dich auch irgendwie ein bisschen in deinen Schwager, ich nenne ihn jetzt mal Schwager, dann können wir es besser auseinanderhalten als, schon verliebt hattest auch. Genau, ja, richtig. Und dann war das so eine Vernunftsentscheidung oder auch aufgrund des Druckes von außen hast du gesagt, na gut, ich mach's nicht mehr. Und er, dein Schwager, hat sich damit dann auch abgefunden. Ja, hat er, weil er hatte zu viel Angst vor dem Druck seiner Eltern, also von seinem Zuhause. Von seinem Zuhause, seinem Bruder wahrscheinlich dann auch. Genau, richtig. Nur mal kurz gefragt, wie alt sind die Jungs? Also dein Freund, wie alt ist der? Mein Freund, der ist 20 und mein Schwager, der wird jetzt 28. Ah ja. Mein Schwager ist bereits auch schon verheiratet, lebt wieder in Scheidung und hat auch ein Kind und ein Kind ist noch unterwegs. Ja, so, das ist jetzt die Vorgeschichte. Die ist ja schon ein bisschen kompliziert, aber die haben wir verstanden. Damals, vor 4 Jahren, wieder getrennt von dem Bruder. Genau. Wie ist denn der aktuelle Stand heute? Der aktuelle Stand heute ist, dass wir seit ungefähr 2 Monaten wieder eine Affäre angefangen haben. Heimlich? Ja. Völlig heimlich? Völlig heimlich. Es weiß meine beste Freundin und ansonsten weiß keiner davon. Ja. Wie kam das dazu? Aus Sehnsucht nach ihm? Ich habe es eigentlich immer wieder verdrängt und nach einer Fete hatte er dann gesagt, dass er sich danach sehnt, mit mir wieder zusammen zu sein. Und aus Vernunft habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und ich habe aber über die Zeit gemerkt, dass es mir nicht mehr auf den Kopf ging. Ich habe dran gedacht und ich habe auch gemerkt, dass der Wunsch danach halt immer stärker wurde. War denn eigentlich so in den letzten Jahren, in den vergangenen 4 Jahren, wenn du so ganz ehrlich bist, war schon immer so heimliche Gedanken manchmal an ihn? Und ja, auf jeden Fall. Man hat ja zusammen am Kaffeetisch gesessen. Eben, genau. Ihr habt euch ja gesehen auch oft. Ja, es war halt schon schwierig, wenn, also gerade jetzt auch mit den Sachen, wo er dann geheiratet hat oder man stand als Trauzeugin daneben. War da nicht ein permanentes Misstrauen in der Familie nach dem, was damals vorgefallen war? Ja, ein heimliches. Also es wird in der Familie sehr, sehr wenig darüber geredet. Ja. Und dein Freund, hat der das nochmal thematisiert? Wir hatten uns damals, als das vor 4 Jahren passiert war,
hatten wir uns ganz ausgesprochen, weil ich damals eigentlich gesagt habe, ich möchte die Beziehung mit meinem Freund nur weiterführen, wenn auch wirklich eine ehrliche, klare Basis wieder geschaffen wird. Und deswegen hatte ich ihm damals alles gesagt, weil ich eigentlich auch den Willen hatte, diese Beziehung wieder voll aufzubauen. Und somit war es dann gut und da konnte man aufbauen und dann wurde nicht viel mehr darüber geredet. Genau, richtig. So, jetzt ist aber der Kontakt wieder da. Seit 2 Monaten heimliche Beziehung, mit Sex, mit allem drum und dran. Ja. Würdest du jetzt sagen, dass du dich erneut und vielleicht sogar sehr in den Schwager verliebt hast? Absolut. Absolut? Ja. Ich wünsche mir eine Beziehung mit diesem Mann. Liebst du deinen Freund noch? Es sind Gefühle da, aber es sind nicht mehr die Gefühle da, wo ich sagen würde, die eine Beziehung tragen können. Gut, also im Klartext, du liebst ihn nicht mehr. Nein. Krass, ne? Harte Aussagen, aber gut, dass du es so klar sagst. Ja, aber es ist ganz eindeutig, was du jetzt gesagt hast, ne? Ja. Wir halten es fest. Du sagst, da ist mein Schwager, mit dem würde ich mir eine Zukunft vorstellen, in den bin ich verliebt, da sind die Schmetterlinge im Bauch. Mit meinem Freund, gut, wir haben eine Vergangenheit, da sind Gefühle, selbstverständlich, aber es ist keine Liebe mehr und ich möchte mit dem eigentlich keine Beziehung mehr haben. Ja, richtig. So, jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wie fummelt man das so hin, dass ihr beiden zueinander kommt? Oder wie fummeln ist nicht das richtige Wort. Wie kriegt man das hin, dass ihr beiden zueinander kommt? Will er das denn auch, dein Schwager? Ja, auch, absolut. Aber er ist gerade dabei, nochmal Papa zu werden. Er ist gerade dabei, nochmal Papa zu werden, ja. Das ungewollt. Ich meine, gut, er hätte besser aufpassen können, da gibt's nichts drum rumzureden. Er hat sich also sehr stark von seiner Frau getrennt. Ich bekomme das mit, weil wir stehen mehr oder weniger im Kontakt zueinander. Das heißt, wenn ihr beide jetzt zusammenkommt, könnt ihr diese Familie da ganz vergessen, ne? Die werden euch wahrscheinlich nicht mehr so gerne haben. Ja, denke ich mal. Wie siehst du denn jetzt deine Zukunft? Bist du noch zögerlich oder... Ja, ich bin zögerlich. Einmal, weil ich in den 6 Jahren, wo ich mit meinem Freund zusammen war, die ganze Familie einfach sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Und ich und meine Tochter, wir werden da aufgenommen wie die eigene Tochter. Also wir sind da genauso zu Hause. Und wobei für die Familie ist das natürlich wiederum sehr schwierig, ne? Du, letztendlich bleibst du ja in der Familie, aber es ist halt alles irgendwie dann kaputt, ne? Genau, richtig. Und von daher zögert man natürlich. Natürlich. Nun ist es aber auch klar, in der Regel haben diese ganz frühen Beziehungen haben ja nicht so ein langes Haltbarkeitsdatum. Also eine lange Haltbarkeitsdauer. Wenn du mit 15 mit ihm zusammengekommen bist, habt ihr ja schon verdammt viel erlebt in euren jungen Jahren, sage ich jetzt mal so. Ja. Ne? Von 15 bis 21, dass da eine Sehnsucht vielleicht auch ist nach was anderem, ist fast schon normal. Und das ist sehr selten, wenn so etwas ganz lange hält. Gibt's auch. Ist auch okay dann. Aber nach deinen ganz klaren Aussagen gerade ist meine Meinung auch ganz klar zu dem ganzen Fall, Julia. Die da wäre? Ja, die ist völlig klar. Du hast zu mir gesagt, dass du den liebst, dass die Schmetterlinge im Bauch sind, dass du dir ein Leben mit dem vorstellen kannst und dass du keine Liebe mehr letztendlich empfindest für deinen Partner. Da ist meine Meinung insofern klar, dass ich sage, gut, das ist alles unglaublich kompliziert. Und vielen Leuten tut man weh. Aber dann müsst ihr euren Weg gehen und euren Weg finden. Wie auch immer, das weiß ich jetzt auch nicht so, wie man das jetzt am allerbesten macht. Aber dann müsst ihr zueinander kommen. Ja, ich denke. Alles andere wäre Lüge. Alles andere wäre Selbstquälerei und Lüge. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Das ist nur so schwierig, weil man weiß, dass man halt unheimlich vielen Leuten einfach wehtun wird. Klar, und ihr tut sehr vielen weh. Und ihr habt diese ganze Familiensituation mit den Schwiegereltern und es ist alles super kompliziert. Aber irgendwann muss man da sagen, egal, wichtig sind jetzt deine Gefühle und die Gefühle von deinem Schwager. Und wenn das jetzt so klar ist, dass ihr das Gefühl habt, füreinander bestimmt zu sein, dann müsst ihr zusammenkommen. Ganz eindeutig, finde ich das. Ja, haben wir ja auch vor, nur wie wissen wir selber noch nicht. Indem ihr wahrscheinlich ganz einfach irgendwann es allen sagt. Und dann sind die Karten aufgeflogen. Und dann geht's rund erstmal. Bis sich alles neu ordnet und findet. Ja. Das ist meine Meinung dazu, ja. Mehr kann ich gar nicht sagen. Die war mir auch wichtig, deine Meinung. Das ist natürlich eine harte Zeit, die jetzt vor euch liegt. Das ist wohl wahr, ja. Aber dennoch ist es ja auch irgendwie eine Freude, wenn du dieses Gefühl der Liebe und des Verliebtseins hast. Ne? Ja.
Vor allen Dingen, ich habe ja gemerkt, dass das halt nichts bringt, halt mit dem Kopf zu denken, sondern dass das, was mein Herz halt fühlt, trotzdem wieder hochkommt. Genau das so bringt ist nichts, es. Das genau zu verdrängen. Ja. Insofern ist die Erfahrung von 4 Jahren gut, die du gemacht hast, ne? Auch jetzt für diese jetzige Entscheidung. Mhm. Alles Gute. Dankeschön. Julia, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Ciao. Und die Madeleine ist hier. Die Madeleine ist 55. Ja, hallo, Domian. Hallo Madeleine, guten Morgen. Guten Morgen. Du hattest letzte Nacht einen Anruf einer Mutter, deren Kind vom eigenen Vater durch sexuellen Missbrauch getötet wurde. Furchtbar. Ja. Furchtbar. Das war eines meiner schlimmsten Anrufe in der letzten Zeit. Also. Ich glaube, das ist allen so gegangen und mir auch. Ich kann es ja vielleicht noch mal kurz erklären für die Menschen, die gestern uns nicht zugehört haben. Also es war eine junge Frau, die erzählt, dass sie voriges Jahr Zwillinge bekommen hat, einen Jungen und ein Mädel, war mit ihrem Partner 10 Jahre zusammen. Und nachdem der Säugling 2 Monate, der weibliche Säugling 2 Monate erst alt war, hat der Vater sich an dem Kind vergangen. Über einen erheblichen Zeitraum von mehreren Monaten an diesem Säugling, muss man sich vorstellen. Und dann ist der Säugling daran, das heißt an inneren Blutungen, verstorben. Ja. Ja. Also, es war so, dass, als ich merkte, was für ein Thema da zur Sprache kam, ich wegschalten wollte. Mhm. Das, weil irgendwann erträgt man das nicht mehr. Mhm. Dann habe ich mich aber gezwungen aus Respekt vor dieser Frau, weil das muss eine ungeheure Überwindung gekostet haben, dich anzurufen und das zu erzählen. Und vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit zu erzählen. Ja, und mir ist auch so bewusst geworden, so wie ich reagieren wollte, ich will das nicht an mich ranlassen, ich mache zu. So muss es vielen Menschen gehen, auch diesem Richter, der dieses unglaubliche Urteil gesprochen hat. Ja. Jeder Bankräuber kriegt mehr. Steuerhinterzieher kriegt mehr. Also das müssen wir auch noch hinzu sagen, dass dieser Mann 3,5 Jahre bekommen hat. 3,5 Jahre bekommen. Ja. Wir haben hier gestern nach der Sendung auch noch alle zusammengesessen, mein Team, mein Psychologe und ich, und wir waren fassungslos darüber und haben darüber uns unterhalten, wie die das gedreht haben, dass der nur so wenig hat. Ja. Da gibt es ja 1000 juristische Tricks, dass man das wahrscheinlich so hinkriegt. Ja, aber ich glaube, das funktioniert auch nur, weil die Menschen zumachen. Die machen dicht, die lassen es nicht an sich heran. Wenn man das mal macht, wenn man sich öffnet und sich wirklich auf die Situation einlässt, was da passiert ist. Weißt du, Madeleine, aber ich erwarte von einem Richter, dass er eben sich nicht zumacht. Ja. Dass er das richtig beurteilt, was da passiert ist. Und dass dieser Mensch die größte Strafe kriegen soll, die bei uns möglich ist. Oder dass er vielleicht sogar noch länger weggesperrt wird. Ja. Weil, ich meine, ich habe so eine Wut in mir gehabt. Ich war auch alleine. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich habe dann angefangen, da in mein Kopfkissen zu boxen. Mhm. Und ich habe getobt innerlich, ja. Es ist gut, dass du anrufst, dass wir darüber sprechen, weil du sprichst jetzt für sehr viele Menschen. Wir haben Unmengen von E-Mails bekommen, des Mitgefühls und auch der Empörung über diesen Fall. Und die Menschen sind hilflos. Es gab sogar einige E-Mails, die uns geschrieben haben, hier, ihr seid ja WDR, ihr seid ja vielleicht am längeren Hebel, unternehmt auch noch was, aber wir können da nichts unternehmen. Nein. Das ist ein Urteil und was wollen wir machen? Gar nichts kann man machen. Das ist das Schlimme, ja. Mhm. Vielleicht ist das die menschliche Natur, wenn etwas derart Schreckliches einem zu Ohren kommt, dass man aus Selbstschutz, weil man es nicht, diesen Schmerz nicht ertragen kann. Es ist wirklich unerträglich, wenn man sich aufmacht.
Und da ist mein Appell, vielleicht hören ja auch mal ab und zu so ein paar Richter bei dir zu. Ja, das tun sie. Wir kriegen manchmal auch Post von Juristen und Richtern. Ja, schon. Mhm. Macht doch nicht dicht, sondern macht auf, lasst euch auf die Situation ein und identifiziert euch mit dem Opfer. Dieses Kind, was hat dieses Kind gelitten, bis es tot war? Der Tod war ja eine Gnade, ja? Ja, ja. Also, man mag sich das ja gar nicht real vorstellen. Das, sagst es auch man hier. Mag, was da mit diesem Säugling angerichtet wurde. Man denkt sich das immer so ein paar Schritte und dann will man es gar nicht mehr. Ja, du dann hast recht. Ja. Ja. Und dann ist das Kind an inneren Blutungen gestorben. Es ich fand auch so erschüttert gestern, dass die Mutter, die 10 Jahre mit diesem Mann zusammen war und die sagt, ich habe den geliebt und habe das Gefühl gehabt, ich kenne diesen Menschen innen auswendig. Ja. Das muss so eine. Auch da kann sich jeder von uns ja hineindenken. Jeder von uns hat enge Freunde, mit denen er lange verbunden ist. Und wenn dann plötzlich so etwas passieren würde, da ist ja alles erschüttert. Alles. Total. Also ich glaube, da ist diese Frau wird enorme Schwierigkeiten haben, jemals wieder Vertrauen zu fassen zu einem männlichen Wesen. Das würde mir genauso gehen. Und ich habe bei mir auch noch gedacht, also ich habe selbst einen Sohn großgezogen. Hätte das mein Mann gemacht, er hätte es nicht überlebt, wenn er sich an meinem Kind derartig vergriffen hätte. Ich denke wirklich, das ganz große Problem ist, so wie du es eben auch wieder geschildert hast. Man kann sich dem Thema innerlich nur bis zu einer gewissen Grenze nähern und dann macht man dicht. Und das ist genau der Fehler. Das darf man nicht. Weil da findet dann keine Identifikation mehr mit dem Opfer statt. Und dann werden auch solche Urteile gefällt. Ja. Also ich höre jetzt aus deinen Worten auch einmal eine große Anteilnahme. Ich bin immer noch fix und fertig. Und ja. Aber auch eben ein Aufruf, sofern das irgendwie eine kleine Wirkung hat, an die Menschen, die das zu entscheiden haben, damit anders umzugehen. Ja, ganz wichtig. Ja. Also ich bedanke mich aber, dass ihr auch die Frau durchgestellt habt, dass ihr selbst gesagt habt, auf die Sendung und nicht abgeblockt habt. Und es war ja auch ihr, das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, auch bei diesen extrem harten Fällen, das wollen die Menschen. Die Frau wollte das. Ja. Meine Mitarbeiter gerade bei so ganz harten Fällen sagen immer, willst du es auch wirklich? Möchtest du mit Domian reden? Das heißt, du redest auch in der Öffentlichkeit. Und wenn die Leute dann nochmal sagen, ja, das will ich, dann ist das auch dann ist es für uns auch Grund, das dann zu tun. Ja. Zumal sie sowieso nachher nochmal psychologisch nachbetreut werden. Das ist ja ganz klar bei solchen extremen Fällen. Also da danke ich euch und vielleicht hört sie ja heute Abend wieder zu, in der Hoffnung, dass vielleicht auch Menschen auf ihren Anruf reagiert haben. Also ich denke an sie und sie hat all meine Zuneigung und ich wünsche ihr alles, alles Gute. Das ist sehr nett und sehr lieb von dir, Marlene. Und ich glaube, du hast im Namen von ganz, ganz, ganz vielen Menschen gesprochen. Ich danke dir. Danke dir vielmals. Auf Wiederhören. Tschüss, Domian. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer, die auch gewählt hat Felix. Hallo Felix. Hallo Domian. 21. Stimmt? Ja, genau. Was ist denn dein Thema, Felix? Mein Problem ist, ich war vor 1,5 Jahren beim Arzt und bei mir wurde Brustkrebs diagnostiziert. Brustkrebs? Ja. Ja, ich weiß, dass es das auch bei Männern gibt. Das ist zwar äußerst selten, aber es gibt es. Genau. Erzähl mal weiter. Also mein Problem ist halt, dass ich vor 1,5 Jahren beim Arzt war. Mhm. Ich war danach nochmal beim Arzt. Lass mich doch noch fragen, wie kommt ein 21-Jähriger dazu, das überhaupt zu bemerken? Hast du irgendwas betastet und einen Knoten gefühlt oder erzähl mal. Also es ging, ich habe früher gekifft und Zigaretten geraucht und das war halt dann so, dann habe ich irgendwann mal geraucht und es fing halt los mit einem Brennen in der Brust. Ich habe mir aber nichts dabei gedacht, habe jetzt aber mittlerweile aufgehört, auch schon davor, das war ungefähr 3 Jahre davor. Ja. Es ist aber nicht weggegangen, sondern das Problem war, es wurde immer stärker. Also es war erst an der linken Brust, so ziemlich in der Mitte der Brust fing es an. Innerlich? Ja, so kurz über der Oberfläche praktisch, zwischen Rippen und Haut, sage ich jetzt mal. So hat sich das angefühlt. Aber das hat dann mit dem Rauchen nichts direkt zu tun? Ja, habe ich dann auch festgestellt, weil ich habe wieder Zigaretten geraucht. Ach so. Und dann habe ich mir halt gedacht, was willst du machen? Und man hat auch gemerkt, dass es halt wirklich ein Knoten war, so ein Stück Gewebe, was da, wo man halt merkt, das gehört nicht dahin. Und es ging dann halt weiter, das ist unter der Achsel sozusagen, ging es weiter. Und ja, dann bin ich zum Arzt gegangen,
allerdings nicht gleich zum Internisten, sondern erst, weil ich Rückenschmerz hatte, zum Arzt, habe mit dem darüber geredet. Mhm. Und der hat mir gesagt, halt, dass ich zum Internisten gehen muss. Da wurde mir Blut abgenommen. Mhm. Da wurde getestet. Dann wurde halt natürlich festgestellt, dass ich Krebszellen im Blut habe. Mhm. Dann musste ich zu einer Computertomographie. Ja. Da wurde halt natürlich das dann festgestellt, dass ich Brustkrebs habe, Metastasen unter der Achsel, also in der Brust natürlich sozusagen den Haupttumor und eine Metastase in der Bauchhöhle. Also nicht in der Bauchhöhle, sondern etwas, sagen wir, rechts unterhalb in der Bauchdecke. Und man nennt das bei Männern auch wirklich dann, man nennt es Brustkrebs. Das heißt Brustkrebs, ja. Mhm. Das ist ja im Prinzip das Gleiche wie bei Frauen. Also der Haupttumor lag bei dir in der Brust und es hat dich schon in den Bauchraum gestreut und unter die Achseln. Genau. Bist du operiert worden? Nein. Also ich habe auch, das ist anderthalb Jahre her, es weiß keiner von meinem Freundeskreis, keiner aus meiner Familie weiß darüber Bescheid. Und ach, wie, keiner aus der Familie? Niemand. Deine Eltern auch nicht? Niemand. Warum? Mein Problem ist auch, mein Vater ist Arzt und ich weiß es nicht. Moment mal, jetzt hast du so eine schwerwiegende Diagnose gestellt bekommen. Ja. Da geht doch dann eigentlich so die ganze medizinische Mühle los. Im Prinzip schon, ja, mein Arzt, er wollte mich auch gleich, der hat mir auch schon gesagt, wie das abläuft. Ich kriege eine Chemotherapie. Ja. Dann kriege ich halt das gespritzt, dann würde noch eine Bestrahlung dazugehen, das würde in drei Phasen irgendwie vor sich gehen. Mhm. Und du hast nichts gemacht? Nein. Du hast nichts gemacht? Bis Nein. heute nicht? Seit anderthalb Jahren hast du nichts gemacht? Gar nichts. Bist du wahnsinnig? Ja. Spürst du, wahrscheinlich betastet, wenn man sowas hat, dann betastet man sich natürlich. Doch. Ist es größer geworden? Ja, also das Problem ist halt, ich fahre morgens mit dem Bus zur Arbeit und man sitzt halt da und man merkt es, man fasst, man macht sich Gedanken. Es ist im Prinzip gar nicht wegzudenken, weil man denkt den ganzen Tag darüber. Also man redet mit Kunden oder irgendwas auch immer. Und du bist dann, nachdem du die Diagnose gestellt bekommen hast? Dann war ich erstmal total... Und bist nach Hause gegangen? Was ich machen sollte, ich wusste überhaupt nichts, bin nach Hause gegangen, im Prinzip wie eine Maschine und habe... mein ganz normaler Tagesablauf und das ist mir dann auch wirklich erst im Laufe von einer Woche bewusst geworden, womit ich es dann eigentlich zu tun habe. So, jetzt erklär mir mal bitte, damit ich das verstehen kann, warum du nichts unternimmst und warum du niemandem etwas sagst. Also Unternehmen aus dem Grund, ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht und ich habe auch mit dem Arzt darüber geredet, halt als es festgestellt wurde. Das war sozusagen die zweite Behandlung sozusagen. Also ich wurde halt zur Tomographie geschickt, bin danach ungefähr zwei Tage später wieder da zum Arzt gekommen. Mhm. Und er hat mir das halt erzählt, dass bei jungen Menschen der Tumor ziemlich schnell wächst, weil ich mich halt noch im Wachstum befinde. Auch mit 21 Jahren, also damals war ich ja noch 19,5 Jahre und damit befinde ich mich noch im Wachstum. Das heißt, der Tumor... Aber die Frage ist ja, warum unternimmst du nichts? Also was heißt unternehmen? Warum unterziehst du dich keine Therapie? Warum wird keine Chemotherapie gemacht? Warum wird nicht operiert? Warum machst du nichts? Ja, das weiß ich selber nicht, aber ich habe irgendwie... Ich kann mich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Mein größtes Problem ist, warum ich meinen Eltern nicht sage, ist meine Mutter. Das ist Weil die zweite ich Frage. Ich liebe meine Mutter so sehr und wenn sie sich Sorgen machen müsste und mein Problem ist halt, ich weiß es nicht. Ich habe mein ganzes Leben lang, also es war nie, stand nie richtig sicher, was jetzt aus mir wird und jetzt habe ich eine Ausbildungsstelle gefunden und jetzt, also wenn dann sowas kommen würde, ich glaube, für meine Mutter, die würde einfach... Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. So ungefähr. Und dein Vater ist sogar Arzt. Ja, der ist Gynäkologe. Aber Felix, das ist ja der blanke Wahnsinn, was du da machst. Du willst deine Mutter schützen und stürzt vielleicht deine Mutter durch dein jetziges Verhalten in ein vielleicht unermessliches Unglück. Ich versuche einfach weiterzuleben und... Das ist mir schon klar, im Moment. Aber ich will es jetzt nicht schwarz malen, ich sage es nur mal realistisch. Es kann ja sein, dass aufgrund dessen, weil du dich nicht behandeln lässt, du so schwer krebskrank wirst, dass du stirbst. Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. So, und was ist dann mit deiner Mutter? Was ist denn einfacher für die Mutter, zu verkraften, dass der Junge schwer krank ist und ihm beizustehen und er wird dann hoffentlich wieder gesund? Oder wenn der Sohn stirbt und weg ist? Ja, ich... Aber ich weiß, Felix, was machst du damit? Ja, was schlägst du denn vor? Ich kann einfach nicht zu meiner Mutter gehen und sagen, ich habe Krebs. Das geht auch. Aber das allererste, was du tun musst, ist, dass du wieder diesen Arzt, bei dem du warst, dass du den wieder aufsuchst und dass mit dir was unternommen wird. Damit, dass du medizinisch betreut wirst. Ja. Das ist der allererste Schritt. Ist deine Mutter denn, ist deine Mutter krank oder ist sie psychisch labil? Oder? Nein, also meine Mutter ist Hausfrau.
Ja gut, das heißt ja nichts. Nein, also für meine Mutter, für sie ist halt Familie alles. Ich habe noch zwei Schwestern und... Aber was ist das für ein falsch verstandenes Liebesverständnis, was du da hast? Dass gerade dem Menschen, der einen so sehr liebt, der hat doch einen Anspruch darauf, auch zu erfahren, auch in schlimmen Zeiten, was mit einem los ist. Wenn ich deine Mutter wäre, spielen wir das mal einfach mal durch, das Rollenspiel, würde ich so sauer sein, wenn ich hinterher erfahren würde, der hat das anderthalb Jahre verheimlicht und der hat anderthalb Jahre mit seiner Gesundheit extrem gespielt. Das gehört doch zu einem großen Liebes- und Vertrauensverhältnis auch zwischen Mutter und Sohn dazu, dass man eben dann auch zueinander steht. Und sie würde dir ja auch wahrscheinlich mit allen möglichen Sachen zur Seite stehen. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, ich meine, wie soll ich das sagen? Ich meine, ihr Sohn, ich meine, ich liebe sie genauso wie sie mich und ich kann es mir einfach, es kommt für mich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Felix, wenn du in zwei Jahren tot bist, was tust du denn deiner Mutter dann damit an? Ja. So klar muss man es doch ausdrücken, wenn du wirklich so krebserkrankt bist, müsste es jetzt wirklich mit einem Wunder zugehen, dass sich das von alleine wieder regelt. Was tust du denn da deinen Eltern und deiner Mutter an, wenn du das einfach ignorierst? Ja, ich versuche mich gesund zu ernähren. Aber wenn es doch schon so akut ist, hilft auch keine gesunde Ernährung mehr. Da musst du in ärztliche Behandlung, aber morgen schon, also so schnell wie möglich, morgen ist Samstag. Ja. Aber so schnell wie möglich. Ja. Also das ist meine Meinung, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Zum Arzt und auch den Eltern klaren Wein einschenken. Ja, aber... Nee, nix aber. Nein, kein Aber mehr. Kein Aber mehr. Du tust deiner Mutter viel Schlimmeres an, wenn du nichts unternimmst, Felix. Ja. Dann geh jetzt, mach mal zumindest den ersten Schritt. Mit dem zweiten, der wird sich dann schon irgendwie ergeben. Geh zum Arzt. Ja, nur ich habe auch Angst davor, dass ich dann... Ich meine, im Moment kann ich mein Leben leben und wenn ich dann zum Beispiel jetzt, dann begebe ich mich in Therapie, mir fallen die Haare aus, ich kann nichts machen, ich bin ans Bett gefesselt und im Prinzip sterbe ich trotzdem. Ja, das ist ja nur auch wieder Blödsinn. Wenn du nichts machst, stirbst du. Die Heilungschancen bei Krebserkrankungen sind ja nun sicher unterschiedlich, aber sind ja doch auch, es kommt darauf an, bei welchem Krebs, ich kann das ja nicht beurteilen bei dir, sehr hoch. Sehr hoch, dass die Leute hinterher wieder ganz normal leben können. Ja, nur die gehen bei mir ist ja schlecht mit Brust abnehmen, das geht natürlich nicht. Ja, das kann ich nicht beurteilen, was man da macht. Aber du verdrängst ja wirklich, du bist ja der Weltmeister des Verdrängens. Du sagst, dann habe ich eine Chemotherapie und habe eine Glatze und es ist alles ganz schrecklich. Ja. Ne? Das spielst du jetzt so durch. Du spielst aber nicht durch, wenn du gar nichts machst und dass du in zwei Jahren in der Kiste liegst. Ja. Aber du kannst es nicht verstehen, weil das Problem ist einfach, wie soll ich das sagen? Das ist einfach schwer. Ja, das ist mir klar, dass es schwer ist. Deswegen, ich konfrontiere dich also mit dem ganz normalen, gesunden Menschenverstand, was man da sagt. In der Hoffnung, dass es irgendwie bei dir ankommt, um dir zu helfen und um deiner Mutter es nicht noch schwerer zu machen, wenn sie dann plötzlich die Hammerwahrheit erfährt, wenn es dann schon zu spät ist. Ja, da habe ich mir auch überlegt, vielleicht haust du einfach ab und... Ach, aber Felix... Ich möchte mal, wenn du da auch einverstanden bist mit, dass du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja, ich kann ja ruhig mit dir reden, aber... Kann dir ja nichts schaden. Nein. Das machen wir mal, ne? Okay. Dann legst du auf und die Claudia, so heißt sie, ruft dich nochmal an. Und meine Meinung ist so felsenfest, die habe ich dir jetzt ganz klar gesagt. Und ich hoffe nur wirklich sehr, dass du etwas unternimmst, dass du zumindest zum Arzt gehst. Ja. Wieder. So, Dank, jetzt legst du auf und du rufst, wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Tschüss. Tschüss. Mann, oh Mann, oh Mann. Manuela ist hier. Manuela, 27 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Manuela. Ja. Sachen gibt's, ne? Ja, schrecklich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weswegen hast du angerufen? Ja, Folgendes. Und zwar gibt es da einen jungen Mann. Den kenne ich 3-4 Jahre. Und wir hatten immer eine sehr gute freundschaftliche Beziehung. Ja. Und vor 3 Wochen waren wir auf einer Feier und da hat er mir dann im Laufe des Abends gesagt, dass er sich in mich verliebt hätte. Das Problem dabei ist, er hat eine Freundin seit 2 Jahren und zurzeit führen wir so eine Art Verhältnis. Seit dieser abendlichen Begegnung da? Mhm. Eine heimliche Affäre?
Mhm. Ja. Du bist in ihn auch verliebt. Ja, ich glaube, dass es verliebt ist. Also es kribbelt und ich warte, das Telefon klingelt, all sowas halt, ja. Sind schon so die ersten Anzeichen, die untrüglichen Anzeichen im Prinzip. Ja, es ist irgendwie ganz verrückt. Aber er hat eine Freundin, du hast keinen Freund. Nein, ich habe keinen. Nun bin ich beruhigt, ich dachte jetzt, dass du auch schon... Nein, ich bin alleine. Ja, erzählt er so darüber, was das für eine Beziehung ist zu seiner Freundin? Nee, da reden wir fast gar nicht drüber. Mhm. Also es ist halt so, dass ich gesagt habe, so funktioniert es eben nicht. Es verletzt mich ja auch, wenn er halt nur sonntags abends kommt. Also in der Woche ist er ja auch nicht hier in der Stadt. Mhm. Er studiert und er fährt freitags also nach Hause, verbringt freitags, Samstag mit ihr und den Sonntag habe ich dann. Mhm. Das ist natürlich keine Lösung auf Dauer. Genau, das habe ich ihm gesagt. Es ist ja jetzt alles noch relativ frisch. Mhm. Aber keine Lösung auf Dauer. Das hast du ihm gesagt und er hat darauf geantwortet? Ja, so, dass er mich schon sehr lieb hat und auch gern mit mir zusammen sein möchte. Das schreibt er mir auch täglich über SMS. Mhm. Aber er nicht genau weiß, wie er das andere beenden soll. Ja, das ist sein Problem, nicht dein Problem. Ja, aber mich macht das wahnsinnig. Nein, ich meine, ich sage es nicht zu dir kritisch. Das würde ich ihm sagen, dass er dich damit gar nicht behelligen soll, sondern dass der junge Mann für sich eine Entscheidung treffen soll. Ja. Und wenn er denn dich mehr liebt oder mehr in dich verliebt ist als in seine Freundin, seine ehemalige Freundin oder noch Hauptfreundin, dann muss er das für sich regeln. Aber ich finde schon mal sehr gut, dass du doch nach relativ kurzer Zeit schon sagst hier, das so kann ich damit nicht umgehen auf Dauer. Nee, das will ich auch gar nicht. Ich habe ein kleines Kind. Bitte? Und du hast ein kleines Kind? Ja. Mhm. Mhm. Und ich möchte natürlich auch nicht, dass sie bekommt das ja mit, wer hier so ist. Und dass sie dann immer jemanden sieht, nur sonntags, und dann fragt Mami, was macht der denn hier? Mhm. Und dann sieht sie ihn wieder nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich ihr dann sagen soll. Jetzt sag nochmal, das läuft jetzt wie viele Wochen? 3 Wochen. 3 Wochen. Das ist ja noch wirklich noch sehr wenig. Das ist noch sehr wenig. Da würde ich wirklich auch noch, ich finde sehr gut, dass du das schon so früh jetzt sagst. Es gibt ja Fälle von Menschen, die das jahrelang mit sich machen lassen. Oh, und das fünfte Rad im Wagen sind und irgendwie nicht vor und nicht mehr zurück können und wirklich in die Falle geraten sind. Deswegen finde ich gut, dass du das so früh schon den Finger hebst. Andererseits ist es ja auch legitim, ihm ein bisschen Zeit zu lassen. Ja, der ist in einer festen Beziehung, die dauert ein paar Jahre schon, wie du sagst, 2 Jahre. Hm. So ad hoc kann man da ja vielleicht auch nicht raus. Aber ich finde auch, dass du dein Auge drauf haben sollst, dass er sich das nicht bequem macht in dieser Situation. So nach dem Motto, erst kommt die und am Sonntagabend kommt dann die nächste. Und ja, genau. Er lässt es sich dann mit allem gut gehen. Ne? Hm. Das finde ich wichtig. Ja. Ist halt ein bisschen schwer. Ich denke, vielleicht, weil es da jetzt schlecht läuft oder so, nicht, dass ich da nur so einen Sonntagabend-Zeitvertrag habe. Genau. So ein Gedanke hätte ich auch an deiner Stelle und ich glaube, es ist auch immer legitim, dass man so einen Gedanke hat. Dass man, dass man nur so ein Nebenspaß ist für den, ja, für den anderen. Genau. Ja, poche auf deine Wünsche. Lass ihm schon noch ein bisschen Handlungsspielraum. Aber du wirst schon merken, ob der das ernst meint, wie sehr der sich bewegt oder ob er dich hinhält. Ja. Und nach einem, weiß ich jetzt, man kann ja keine Zeit so nennen, die das allgemein. Ist immer schwer, genau. Aber weiß ich, nach ein paar Monaten würde ich schon sagen, jetzt will ich klar Verhältnis haben. Sonst leidest du auch viel zu sehr darunter. Ja, na sicher. Ne? Da müsstest du letztendlich schon aus Selbstschutz heraus müsstest du dich zurückziehen und sagen, nee, kann ich nicht so. Genau. Und dann kommt dein Kind noch hinzu, das ist ja auch noch ein wichtiges Argument, das man auch bedenken muss. Mhm. Ja gut, dann warte ich einfach noch ein bisschen. Ein bisschen, ja, aber schon entschieden warten, ne? Also mit klarer Entschiedenheit, finde ich wichtig. Alles Gute. Ja gut, okay, tschüss. Danke schön, tschüss. Jetzt kommt hier zu mir der Horst und Horst ist 23. Guten Morgen. Ja. Hallo Horst. Hallo. Was ist dein Thema? Ich habe Probleme. Ja. Das sind 2 Stück. Zwei Probleme. Kleine Bitte, mach bitte den Fernseher und das Radio ganz, ganz leise. Damit wir keine Tonkopplung haben, dann ist es schwierig zu reden. Ja, mach hier einen Moment bitte. Ja. Jetzt geht Horst erstmal ein bisschen durch die Wohnung. Bitte? Ja.
So, ja. Ich habe zwei Probleme. Das erste Problem ist, ich gehe auf den Männerstrich. Und das zweite Problem ist, das Geld, was ich kriege, finanziere ich meine Drogen. Weil ich mache das Ganze schon seit 5 Jahren und... Seit 5 Jahren schon? Ich weiß nicht mehr, wie ich das machen soll. Ich komme nicht mehr drauf klar. Was nimmst du für Drogen? Pillen nehme ich. Ja. Und Koks. Und Koks. Da geht natürlich eine ganze Menge Geld drauf. Ja. Habe ich so verstanden, dass du letztendlich nur für die Drogen auf den Strich gehst? Genau. Von Anfang an eigentlich? Ja, das mache ich, also mit dem Strich, das mache ich jetzt seit 4 Jahren. Ja. Und mit den Drogen komplett seit 5 Jahren. Ja, das heißt also letztendlich waren zuerst die Drogen da und dann kam der Strich. Genau. Und um die Drogen weiter finanzieren zu können, dann bist du und so weiter. Genau. Du gehst auf den Männerstrich. Ja. Das heißt, wo hältst du dich so auf? An Bahnhöfen oder in Parks? Oder wie machst du das? Bahnhöfen. Ja. Stehe ich auf dem Bahnhof immer und dann kommen sie mal lang und sprechen mich an. Ja. Dann sage ich, ja, das und das und das mache ich. Ja. Und dann sage ich immer die unterschiedlichen Preise, je nachdem, was ich brauche. Ja. Aber ich hole mir meistens immer Koks. Das kostet mir 100 Euro. Und dann hole ich mir noch Pillen. So 2, 3 Pillen hole ich mir mal dann. Und das ziehe ich mir dann rein. Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass du pro Tag 100 Euro für Koks brauchst? Ja, also 1 Gramm kostet 100 Euro. Und du konsumierst pro Tag 1 Gramm Koks? 2. Insgesamt 2 Gramm. Das ist aber heftig. Auf den Tag verteilt, das ist 2 Gramm. Das heißt, im Moment bist du auch drauf? Ja, im Moment bin ich auch drauf. Bist du eigentlich schwul? Nein. Das ist es ja. Ich bin noch nicht mal schwul und ich mache das wegen des Geldes. Du machst das nur wegen des Geldes? Ja. Und musst dich entsprechend völlig, völlig mies fühlen, oder? Ja, da haben Sie recht. Weil du kannst mich duzen, ich duze dich ja auch. Ich bin direkt dabei. Weil, ich weiß nicht, ich habe schon versucht mit Entzug, aber es wird nichts. Ich fange an zu zittern total, dann spucke ich richtig Blut und richtig eklig. Dann tut mir alles weh im Körper. Richtig schlimm ist das. 2 Gramm Koks pro Tag, das geht jetzt auch schon so all die Jahre? Ja, und dazu nehme ich immer mehr Pillen. Und dann Pillen noch. Ja. Wie ist es mit der Gesundheit? Schützt du dich wenigstens, wenn du Sex mit den Männern hast? Ja, immer mit Gummi, anders mache ich das nicht. Weil ich will ja nicht Krebs oder AIDS haben oder so. Oder AIDS, ja, Krebs. Ja. Weil ich will das nicht haben, weil wenn ich das noch habe und dann noch die Drogen und sowas alles, ich weiß nicht, dann komme ich überhaupt nicht mehr drauf klar. Ja. Wenn du heterosexuell bist, wenn dich das eigentlich alles völlig ankotzt, was du dann machst, gelingt dir überhaupt eine Erektion, wenn du mit den Männern zusammen bist? Nicht immer. Und wenn es dir gelingt, denkst du dann an für dich erregende Situationen mit Frauen? Oder wie machst du es? Ja, ich denke immer an Frauen. Ich hatte ja damals noch eine Freundin gehabt und durch die Drogen oder den Strich habe ich sie verloren gehabt. Und ich versuche die auch schon wieder zu kriegen. Ich habe gesagt, hör bitte auf mit dem Zeug, dann kannst du auch zu mir wiederkommen. Ja. Also ich versuche es, aber ich kriege das nicht hin. Was du mir jetzt geschildert hast, was du mir jetzt gerade erzählt hast, da muss ich gar nicht mehr hören. Da gehen bei mir wirklich alle Warnsignale an, die ich habe. Dass du akut gefährdet bist und dass du dringend Hilfe brauchst. Und die Hilfe musst du von außen dir suchen. Das schaffst du nicht mehr alleine. Du musst wirklich in eine richtige Drogenklinik, du musst eine Drogenberatung, du musst ganz rausgezogen werden aus deinem Alltag. Das schaffst du nicht alleine. Ja. Und du wirst auch die erste Zeit die Hölle durchmachen, das ist ja auch klar. Aber das musst du musst es in einer Klinik machen. Du gehst vor die Hunde. Wie alt bist du? 23. Ja. Du machst jetzt seit 5 Jahren schon etwas, was wieder deine Natur ist. Und fühlst dich wahrscheinlich innerlich völlig beschissen. Auf jeden Fall. Ja, das ist mir klar. So, und das auch noch kombiniert mit diesem hohen Drogenkonsum, musst du die Notbremse ziehen, Horst. Aber so schnell wie möglich. Ja. Sonst bist du liegst jetzt schon so gut wie in der Gosse. Entschuldige, wenn ich das so hart sage, aber es ist so. Ja, da haben Sie auch recht. Ja. Und wenn du so weitermachst, wirst du nicht alt. Du wirst einfach nicht alt. Du wirst nicht mal nicht nur alt, sondern du wirst nicht mehr lange leben. Weil ich weiß nicht, ich komme überhaupt nicht mehr drauf klar. Ich weiß nicht, wenn es so weitergeht und ich schaffe es absolut nicht mehr, ich weiß nicht. Ja. Vielleicht komme ich dann auf dumme Gedanken oder so. Ja. Ich weiß.
Pass auf, deshalb möchte ich jetzt, ich möchte dir jetzt konkrete Hilfe an die Hand geben. Was du daraus machst, ist deine Sache. Du musst es ja entscheiden. Wir können dich nicht zu irgendwas zwingen. Du legst bitte auf und wir rufen dich nochmal an und versorgen dich dann mit den entsprechenden Anlaufstellen, die für dich wichtig und richtig sind in der jetzigen Situation. Okay? Ja. Gut, dann legst du auf und wir melden uns gleich. Ja, okay. Okay, tschüss. Tschüss. Hier ist André, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo, André, guten Morgen. Also, ich wollte mal über meine Mama sprechen. Über die Mama? Ja, die, weiß ich nicht, die fällt wieder in so ein kleines jugendliches Loch. Also, die ist fast jedes Wochenende unterwegs und so. Geht in die Disco? Ja, also mit Freundinnen weg, trinkt auch ziemlich oft ein. Wie alt ist die Mama denn? Die ist 40. Ach, ist doch jung an Jahren. Ja, ja, das ist schon klar. Für dich natürlich eine alte Frau, ist mir schon klar. Soll mir auch eigentlich egal sein. Aber halt ein Problem dabei ist, sie ist arbeitslos. Mhm. Und ich habe jetzt gerade meine Ausbildung beendet und bin auch im Moment jetzt seit Februar arbeitslos. Mhm. Und sie mault auch immer rum, so ich würde so mit meinem Geld rumplempern und so. Und wir haben kaum Geld und so. Und ach so, du kritisierst nicht, dass sie ausgeht, sondern dass sie das Geld verplempert, oder was? Ja, eher weniger. Also, ja, ist ja eigentlich auch ihr Geld. Also, sie verplempert ja nicht mein Geld. Ja. Aber einerseits motzt sie mich dann an, weil wir so wenig Geld haben und schmeißt das Geld halt, die geht jedes Wochenende mindestens einmal weg. Gibt sie denn da wirklich viel Geld aus? Man kann ja auch weggehen und gibt eben nicht viel Geld aus. Ja. Und wenn man arbeitslos ist, hat man ja auch ein Recht darauf, dass man ein bisschen Spaß hat und auch noch ja, ein bisschen Ja, das ist schon klar. Also, ja, das ist halt, ja, sind mehrere Dinge, also... Oder nervt dich das einfach, dass deine Mutter so auf jugendlich macht? Nee, glaube ich nicht. Also ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, weil die halt oft trinken geht und so. Und ja. Wir haben hier so eine kleine Diskothek, wo halt so ihre Musik gespielt wird. Da bin ich auch ab und zu, weil so ein paar Kollegen aus meiner Klasse da auch öfters hingehen und so. Mhm. Und dann wurde ich auch schon von Leuten da angesprochen irgendwie, dass sie da ziemlich oft mit anderen Kerlen rummacht und so. Also, wo ist dein Vater? Ist sie getrennt von deinem Vater? Ja, schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. Also mein Vater... Gut, dann kann sie ja auch machen, was sie will. Dann kann sie sich auch irgendeinen Typ abschleppen. Ist doch ihre Sache. Ja, schon klar. Nur ist dir das peinlich? Nee, peinlich nicht. Aber ich habe irgendwie ein bisschen Muffe, dass das irgendwann ein bisschen abhebt. Also ihre beste Freundin, die ist auch so in meinem Alter. Die ist vielleicht 23 oder so. Mhm. Ja, und das ist auch wieder so was. Also die ist in letzter Zeit nur noch ständig hier und... Mhm. Die isst hier bei uns, die duscht bei uns, die pennt bei uns und so. Und also ich würde es ernst nehmen und nimm es ernst, wenn du damit meinst, die kriegt ihr Leben nicht richtig auf die Reihe. Die verpasst vielleicht zu viel Kohle, die kümmert sich nicht richtig darum, dass sie wieder eine Arbeit findet. Mhm. Das finde ich auch bedenklich. Ja, und mich haben auch schon ihre Freundin, also wir wohnen hier in so einem kleinen Ort, die Freundin haben mich auch schon angesprochen, so, ja, was weiß ich, die geht ziemlich oft weg und so. Und ich habe sie versucht, darauf anzusprechen, so wie das ist, weil... Also ihre Freundin, die ist auch etwas korpulenter, sag ich jetzt mal, und die ist echt super lieb, aber die frisst sich hier echt durch. Also die ist ständig hier Mittag am Essen, dann haut die nicht mal drei Brötchen rein und so. Also ich höre schon, das mit dem Geld ist schon ein Argument, ne? Ja. Dass einfach nicht viel Kohle da ist und du die Sorge hast, dass sie da zu viel rausballert oder dass sie vielleicht zu großzügig ist und so weiter. Ja. Ne? Es ist ein bisschen eine missliche Situation. Du hörst unsere Musik im Hintergrund. Ja, die Sendung ist gleich vorbei. Jetzt gerade Ende, ja. Ja, aber nur haben wir das noch nicht zu Ende besprochen. Hm. Ich würde Folgendes vorschlagen, du legst auf und wir rufen dich gleich nach der Sendung nochmal an und besprechen das fertig dann, okay? Ja, alles klar. Okay, André, Dankeschön. Mach's gut, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns hier. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Kapp, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Roland Lohr, Volker Tarke, Kerstin Klinger, Heinrich Stanzig, Jan Grefe zu Baringdorf, Nikolaus Schelzig und Elke Büchter. Jetzt haben wir Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein tolles Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Es ist 2 Uhr vom Südwestrundfunk, hören Sie Nachrichten. Washington. US-Präsident Bush reagiert